zu selten ist. Eichhörnchen! Die Eichhörnchen in der Intro-Szene, die sich anhören wie Schimpansen. Die sind auch super. Ah, da hinten ist dieser Angel. Wisst ihr was? Jetzt können wir... Ah, meine Augenbraue juckt. Jetzt können wir diesen ultra seltenen Superköder mal benutzen. Für das Angel-Minispiel. Das so ein bisschen weird und cool ist. Leider habe ich nur die Standard-Angel-Route. Ich weiß gar nicht, was man sonst nach... Ultralegendärer Wurm-Superköder Deluxe 2000 auswerfen. Ich will das Supergeschenk. Ich habe zu früh gedrückt. Das wird nur ein bisschen Munition. Ich will dieses Supergeschenk. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. 12er Projektile sind unser Fang. Naja, machen wir nochmal. Okay, da kommt so ein Paket. Da! Jetzt! Und... Nein! Ein legendärer Wurmköder verloren. Aber zwei haben wir noch. Das schaffen wir. Ich will dieses Supergeschenk. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Oh Gott, das ging jetzt echt schnell. Ich habe mich echt erschrocken. War nicht bereit. Okay, wieder bei den Lutschern. Aber vorsichtig. Huah! Nein, komm schon! Nein! Oh Gott, ich muss viel früher drücken. Irgend so ein blöder Fisch. Ein Katzenwelt. Ach so, warum fange ich den überhaupt? Ich hätte den gleich freilassen können. Ist egal. Kingdom Come Deliverance habe ich noch nicht gespielt, aber das ist in diesem... Ich habe für PC diesen Microsoft Pass da. Aktuell, da ist das mit drin. Vielleicht schaue ich es mir mal an. So, bei den Patronen. Hammer, Messer, Hammer, Patronen. Jetzt. Ja. 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 Jim Green. Wir haben Jim Green gefangen. Wahrscheinlich seine Sammelkarte, oder? Das wäre sonst komisch. Okay, angeln wir noch ein bisschen. Noch einmal. Dann gehe ich mal zu den anderen Angelstellen. Ich will sehen, ob bei jeder Angelstelle ein eigenes Super-Special-Dingens ist. Wisst ihr, was ich meine? Ah, das wird nichts. Na, immerhin, irgendein blöder Fisch. Aber den lassen wir jetzt frei. Jetzt schaue ich aber echt mal zu den anderen beiden Angelstellen hier. Ob es da auch andere Angelpreise gibt. Oh, Entschuldigung, Möwen. Ich wollte euch nicht stören. Was haben die denn hier gemacht? Das sah verdächtig aus. Stehen bleiben, Möwen. FBI. Was habt ihr hier zu suchen? Nee, hier gibt's kein spezielles Geschenk. Okay, na gut. Hätte ja sein können. Was ist denn das Braune da? Eine Dose? Ich glaube, die wollen wir nicht. Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir. Der Schwarzbarsch. Ich gehe doch nicht fischen, um Fische zu fangen. Was denken die sich? Ah, hier war anscheinend jemand. Bier und eine leere Dose. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Ich bin erkundungsfreudig gerade.
Ja, ich meine, Kingdom Come Deliverance will ja eine möglichst akkurate Simulation sein. Insofern wundert es mich nicht, dass man da essen und schlafen und trinken muss. Und vor allem, habe ich ja auch gehört, aber das ist halt einfach der Idee geschuldet, dass es eben eine Simulation sein soll, will, dass es teilweise sehr langatmig und eintönig ist. Also, dass man teilweise halt wirklich Sachen macht, die man nur macht, weil es logisch und realistisch ist, dass man die jetzt machen muss, die aber keinerlei Spaß machen, repetitiv und doof sind. Und das finde ich auf dem Papier cool, aber in Wirklichkeit kann es auf Dauer nervig sein, das weiß man immer nicht. Naja, zum Glück parken in der Stadt überall Polizeiautos. Ich glaube, jeder Polizist hat ungefähr 5 Autos, die überall in der Stadt verteilt sind. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach das Auto. Bin jetzt durchaus weniger gehypt drauf. Auf Kingdom Come Deliverance, ja, das muss man halt wissen. Das will kein Actionspiel sein und das will auch kein irgendwie, weiß ich nicht. Ja, doch, es will kein Actionspiel sein, trifft schon am besten. Es will so, man muss glaube ich sagen, eine Version des historisch akkuraten Mittelalters abbilden. Weil das ist ja immer so eine Sache. Es gibt natürlich auch in der Wissenschaft verschiedene Interpretationen, wie es wirklich war. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Man findet ja teilweise nur irgendwelche alten Siedlungen, irgendwelche Schriftzeichen und so weiter. Und anhand derer muss dann interpretiert werden, wie das Leben war. Und je weiter es zurückliegt, desto schwieriger wird es zu interpretieren. Und auch beim Mittelalter, das noch nicht lange her ist, hä? Teleportation oder was? Ist es natürlich immer Interpretationssache. Und da kann natürlich viel in Wirklichkeit ganz anders gewesen sein. Man kennt das ja aus Videospielen und aus Filmen und so weiter, wenn irgendwelche Aliens oder Leute aus der Zukunft unsere Zeit betrachten und dann immer lächerliche Theorien über irgendwelche Alltagsgegenstände wie Pümpel oder sowas aufstellen. Genau sowas werden wir in Wirklichkeit auch übers Mittelalter machen. Aber anhand von eben wirklich Forschung und anhand von wirklich so einem kulturell zwar geprägten, aber doch irgendwie auf Tatsachen beruhenden Bild vom Mittelalter versucht dieses Spiel eine Version des Mittelalters, die möglichst akkurat ist, zu zeigen. Ich glaube, so kann man es gut sagen. Das, glaube ich, versucht Kingdom Come Deliverance. A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? So, ich glaube, die verschwommene Frau auf dem Foto, das wir für die Nebenquest gefunden haben, ist, glaube ich, die Schwester von Thomas. Wie heißt die gleich nochmal? Diane? Becky? Nee. Doch, Diane, oder? Ich weiß nicht. Die Sängerin im Club. Das ist doch die Schwester von Thomas, oder? Ich bringe alle durcheinander in diesem Spiel. Alle. Aber ich glaube schon. Und der sollten wir das Foto zeigen. Und dann mal schauen, was passiert. Ich muss mal kurz aufhören zu sprinten. Lok hat keine Ausdauer mehr. Wie spät ist es eigentlich? 12. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mir heute ein bisschen Zeit lasse in dem Spiel. Ein bisschen erkunde und so. Das ist längst überfällig, finde ich. Fallen Crusader, danke fürs Abo an Mr. Skyline verschenken. 7 Abos schon verschenkt auf dem Kanal. Cool, ja, vielen Dank. Sehr freundlich von dir. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Naja, jetzt ist sie erstmal ein relativ weiter Rückweg, den wir zurücklegen müssen. Zack, we can take a rest if you're tired. Ich will keine Pause einlegen. Erzähl mir irgendwas über irgendeinen alten 80er-Jahre-Film, während wir fahren. Guck, da kratzt man sich einmal kurz an der Nase und genau das passiert. Wow, unser Auto ist kaputt. Aussteigen. Ermittlung gescheitert? Was bitte? Wir sind Game Over, weil unser Auto kaputt gegangen ist. Okay.
Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, es hat gespeichert, oder? Weil wir sind hier im Krankenhaus jetzt und wir haben nur echt viel Geld zahlen müssen. Was ist denn das für ein lila Marker da hinten? Krankenhaus von Dreamville. Ich denke nicht, dass wir hier nützliche Hinweise finden. Vielleicht probieren wir es nur zum Spaß trotzdem einmal. Ach so, nee, nee, nicht nochmal. Da könnten wir unsere Horror-Trips, unsere Shooter-Passagen wiederholen, wenn wir wollten. Aber ich wüsste nicht, warum. Na gut. Dann fahren wir jetzt einfach zu unserem Missionsziel. Also, wie immer, ich fahre Richtung Missionsziel und wenn auf dem Weg irgendwas Interessantes ist, irgendwas, wo wir noch nicht waren, dann schauen wir vorbei. Hm? Nothing. Just my imagination. Okay, dann ist schon gut. Ey, dass es schon wieder so bewölkt ist, besorgt mich. Wahrscheinlich... Wenn wir jetzt da ankommen, bei unserer Hauptmission fängt es wieder zu regnen und wir müssen uns wieder durch Monster kämpfen. Bin mir fast sicher. Also, das stimmt nicht. Ich bin mir nicht fast sicher, aber es könnte sein. Ich meine, das Auto ist schon lahmarschig, aber es lässt sich halt auch steuern. Das ist der Vorteil. Aber wenn ich nicht den Sirenen-Gasknopf drücke, kommen wir kaum den Berg hoch. Ich meine, aber 40 Meilen pro Stunde ist, glaube ich, nicht so lahmarschig in Wirklichkeit, oder? Wie viel km/h sind denn das? Wer kann das umrechnen? Ich weiß es immer nicht. Aber das ist nicht so lahm. Wie es in dem Spiel wirkt. Hey, guck mal, hier waren wir doch am Anfang. Hier ist doch unsere erste Begegnung mit George und Dixie gewesen. Rund 70 km/h. Ja, eben. Ist doch eine ordentliche Geschwindigkeit. Irgendwie hat das Nummernschild eine viel höhere Auflösung als der Rest des Autos, oder? Das Whitgilms da hinten ist voll scharf zu lesen und drunter der Sheriff ist so much. Too much much. Aber das haben wir, glaube ich, eh schon mal festgestellt, dass das Spiel so ein ganz weirder Baukasten aus verschiedenen Modellen und Texturen ist, die... offensichtlich irgendwo aus einer Sammlung stammen oder aus verschiedenen Sammlungen oder von verschiedenen Leuten zusammengebastelt wurden, die sich nicht perfekt abgesprochen haben oder ich weiß es nicht, aber irgendwas stimmt immer nicht so ganz mit Größenverhältnissen und so. Da gibt es immer seltsame Abweichungen. Geh doch mal weg jetzt. Ich klebe an dem fest. Hm? No, nothing. Just my imagination. Ich hätte doch ein schnelleres Auto nehmen sollen. Oh Gott, Hilfe! Da schaut mal einmal kurz in den Chat und schon rammt einen ein Pickup-Truck, der winzig ist im Vergleich zu unserem Auto. Aber, das sind alle Autos hier, aber, was wollte ich sagen? Ich habe auch Blaulicht an! Warum fahren die Leute nicht zur Seite? Was ist denn eigentlich los in dieser Stadt? Oh mein Gott, wir sind so gut wie tot. Puh, ich muss echt aufpassen.
Ich muss mich jetzt echt auf die Straße konzentrieren, sagte er und guckte währenddessen in den Chat. Hallo, Lucario, wie geht's? Ich bin einfach kein Rockstar-Fan. Ich mag einfach Rockstar-Spiele in der Regel nicht. Ich finde es immer super technisch interessante Sandboxen. Total genial, wie die NPCs miteinander interagieren, wie die Welt funktioniert, wie die Physik funktioniert, wie alles ineinander greift und so simuliert ist einfach. Nicht gescriptet, sondern simuliert. Faszinierend und ich schaue mir das gerne an und ich erkunde die Welten gerne und gucke zu, wie die NPCs miteinander interagieren. Finde ich toll. Aber die Stories, die Charaktere und auch das Gameplay gefallen mir persönlich eigentlich nicht. Sind nicht meine Spiele, wenn es ums Spielen geht. Aber super technisch beeindruckende und interessante Werke, die wirklich kein anderer so hinkriegt wie Rockstar. Mr. Francis York Morgan. Das bin ich. Finally, you have arrived. You are welcome to come inside. Da ist mir so ein Deadly Premonition 10-mal lieber als ein Red Dead Redemption 2. Ist wirklich so. Kein Scherz. Bling. Diesmal dreht sich das Klavier aber anders, oder? Mr. Francis York Morgan? Ja. Please proceed to Mr. Stewart's room. There he awaits you, I shall assume. Hat sich die Architektur hier gerade verändert, dadurch, dass er das Klavier verschiebt? Das ist irgendwie ziemlich cool und ziemlich abgespaced. Das gefällt mir irgendwie. Komplett anders. Wir sind in einem komplett anderen Bereich irgendwie. Alles anders. Das gefällt mir. Ich finde das auch echt cool, weil Red Dead Redemption 2 hat versucht und finde ich auch ganz gut hingekriegt, das ähnlich wie Death Stranding eigentlich, nicht ganz so gut wie Death Stranding, aber so eine Physikalität der Figuren und des Charakters simuliert wird. Da haben sich viele Spieler drüber beschwert, weil das Spiel dadurch sehr schwerfällig und langsam wird. Und wenn irgendwie der Charakter durch Schnee geht oder sowas, kommt man kaum vorwärts. Es ist alles ein bisschen umständlich, alles ein bisschen klobig, aber ich finde das total super. Ich finde das total super, sowas. Das sind Red Dead Redemption 2 und Death Stranding echt Vorreiter, wenn es darum geht, so ein neues Spielgefühl zu erschaffen. So ein neues Gefühl für die Figuren, die man spielt. Ein viel intensiveres, besseres Gefühl. Das ist echt gut gemacht. Aber nicht jedermanns Sache. Okay, ich habe keine Hinweise und nichts gefunden. Ich glaube, ich verschiebe hier einfach Figuren. Mal schauen. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Da muss es irgendwo was geben. Das ist nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier haben wir 10, 20, 30, 40 und so weiter. Irgendwo muss es wieder Hinweise geben. Irgendwie 12, 23... 44, irgendwie sowas. Wir müssen uns nur umschauen. Ah, okay, was haben wir hier? Schauen wir doch mal. 14, 23, 26. Ich schreibe schnell in den Chat. 14, 23. Also ich nicht in den Chat, in meine Chatzeile. Schon haben wir es.
Die Rätsel in dem Spiel sind zum Glück, muss man fast sagen, nicht schwer, aber gleichzeitig auch ein bisschen doof. Ein bisschen zu leicht. Also gut. 14. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die klügste Statue, um sie auf 14 zu schieben. Weißt du was? Ich schiebe eine andere auf 14. Du stehst schon auf 4, oder? Nee, du stehst auf 5. Aber ist okay. Schieben wir dich auf 14. Das ist wirklich so ein bisschen Zelda-Rätsel, nur anders. Schieberätsel halt. Wer kennt sie nicht? Darf eigentlich in keinem Videospiel fehlen. Glaubst du, dass es einen zweiten Teil von Death Stranding geben wird? Nee, glaube ich nicht. Erstens war es, glaube ich, kein so Riesenerfolg kommerziell. Aber gut, das ist bei Kojima immer so eine Sache. Ich glaube aber vor allem, dass es einfach ein in sich geschlossenes Werk. Ich wüsste gar nicht, wo da ein zweiter Nachfolger hinführen sollte und was der noch irgendwie großartig weiter erzählen sollte zum einen. Und zweitens, was der noch großartig an Gameplay-Innovation bringen soll. Und Kojima hat ja mehrfach in seinen Interviews durchblicken lassen, dass er im Grunde die Metal Gear-Reihe gehasst hat mittlerweile, weil jeder Teil ab dem zweiten war eigentlich sein letzter Teil und er war fest entschlossen, keinen mehr zu machen und wurde letztendlich immer gezwungen, noch mehr zu machen. Und eigentlich ist er einfach niemand, der lange mit dem gleichen verharrt. Deswegen glaube ich das nicht. Der ist froh, dass er jetzt die Freiheit hat, bin ich mir relativ sicher, dass er machen kann, was er will und wird auch nicht mehr hier großartig auf irgendwelchen Franchises lange rumkauen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das nächste, was von Kojima kommt, wird wieder etwas vollkommen anderes werden. Ich bin gespannt, ob der noch ein paar richtig coole, innovative Ideen hat oder ob das so sein Brainchild war, dass er schon ewig lang mit sich rumträgt, das jetzt endlich machen konnte. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der nochmal großartig in den großen Mainstream einschlagen wird. Wenn der weitermacht, dann wird es wahrscheinlich immer experimenteller und immer... Naja, was heißt Mainstream in gewisser Weise schon, aber nicht der Videospiel-Mainstream, wie man ihn gewohnt ist. Glaube ich. Mal schauen. Das Horrorspiel, ja, ja, genau, mal schauen. Das, genau. So, Rätsel gelöst. Hier sind die Zahlen nochmal im Chat. Weil ich zu faul bin, die zu löschen, pause ich sie lieber. Oh, wir sind noch gar nicht fertig, oder wie? Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott. Ein Labyrinth. Hey, ich sollte mich vielleicht mal heilen, wenn das hier so ein Riesenlabyrinth ist. Wer weiß, ob da nicht gleich Monster um die Ecke stehen oder sowas. Soll ich jetzt ernsthaft die Tür aufschießen? Ich meine, okay, von mir aus, aber... Aha, what? Kann ich die gar nicht einschießen? Ah doch, nur nicht mit der Schrotflinte natürlich, weil... Ne? Klar. Hallo Kurt, wie geht's? Oh mein Gott, in welchem Labyrinth sind wir denn jetzt gelandet? Moment mal, sind wir hier wieder im Garten? Tatsächlich, das ist wirklich irgendein abgefahrenes Labyrinth da hinten. Okay, hier sind die Gesetze von Raum und ja doch nur von Raum außer Kraft gesetzt in diesem Haus. Was zur Hölle? Ah, jetzt, oder? Nee. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So weit, so gut. Ich vermisse nur deinen Fallout 4 Content. Ja, Fallout 4 habe ich leider mich echt super satt gespielt. Also zumindest Let's Play technisch wird es da befürchte ich nicht mehr viel geben. Aber Lore Videos auf jeden Fall. Noch mehr. Aber jetzt will ich noch ein bisschen bei Fallout 4, 3 bleiben erstmal. Bevor wir wieder zu Fallout 4 kommen. Ich möchte wenigstens so ein bisschen chronologisch so die interessantesten und coolsten Sachen aufarbeiten. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Schöner Ausblick. Ins neblige Nichts. Es ist irgendwie 9 Uhr vormittags. Warum ist der Himmel schwarz? Wie theatralisch. Harry, turns out what you said was true. And I'd like to hear more. York, as you know, there's a powerful mystery surrounding these seeds. You've seen them at those other murders that took place elsewhere. And you've seen them deeply involved with the murders in this town as well. That's right. But how do you know all this? York, you must be younger than you look. Youngsters tend to hurry so much that they let things slip right past them. What you need to do is slow this down a bit. That way you'll see what's really important. Let me tell you a story. Warum verändert sich seine Stimme eigentlich ständig? Ago, when the war was over, just about when the communist red started to become rising threat, our town constructed a huge clock tower. Then, soon afterwards, a serial killer wearing a red raincoat went on a killing spree. The legend of the raincoat killer? Stop playing games with me, Harry. That's nothing more than folklore. The FBI has no such record of a multiple homicide case in this town. York, Anna, Becky, and now Diane. Their deaths are real, not folklore, not legend. The raincoat killer is also real. But under a strict gag order, the mass murder case was never made public. In fact, one could say that it was completely erased from history. Tell me, who do you think would be able to do something like that? The military. Very good. A model student. But if there are no records about it, then how do you know it really happened? Good question, York. Why would I know this? The answer is very simple. I was there. I saw it with my own eyes. The brutal killer himself. But we can talk about the details of that encounter another time. What we need to talk about is your raincoat killer. The new raincoat killer, if you will. The new raincoat killer. Yes, let's call him that. After all, he's not the real one. What you want to know more about is the new one. Between 10 and 20 years ago, I noticed that these red seeds were special. Someone else did too. The human imagination can lead to tragedy sometimes. Someone linked the red seeds to the serial killer legend and said, if you eat the red seeds,
seeds you have found from those other murders. They all came from this town, together with that one evil woman. People on the other side of the planet may have heard of it by now. And new seeds might be growing in different parts of the world. So you're saying that the series of cases I've been following are all linked to this town? That's interesting, Harry. But there's no evidence to support that story. None of the criminals we caught for the other murders ever mentioned anything like that. It's your job, your role and duty to look into that, York. Now, the game must go on. You know I said that the incident 50 years ago was totally erased. Well, not quite. Records still exist in the sheriff's office. The old sheriff back then hated the military and did his own investigation. I need you to bring those documents here to me. Once you've done that, I'll tell you everything I know. Okay, it's worth a look. And we may as well let the old man have his fun. Wenn er meint. Ich würde ihn eher wegen Behinderungen von Ermittlungen irgendwie drankriegen oder so, wenn der irgendwo mit Informationen nicht rausdrückt, die vielleicht wichtig sind. Aber hey, machen wir es auf deine Weise. Und spielen die Spielchen mit.